So, liebe Leute, welcome back. Alfan Bergen ist wieder am Mikrofon. Ich begrüße euch zur letzten Folge mit dem Kameradrehen. Ich habe mal kurz geschaut im Internet. Ich glaube, mit Alt müsste das dann gehen. Ansonsten, wenn wir die nächste Schlacht haben, gehen wir einfach mal ins Menü und gucken uns mal die Befehlssteuerung an. So, ansonsten, ja, wieder mal herzlich willkommen zurück und wir sind wieder mittendrin. Wir machen uns gleich auf den Weg Richtung York, würde ich sagen. Wir lassen da gar nicht lange auf uns warten und versuchen, die nächste Belagerung anzusetzen. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Ich hoffe mal, wir kriegen unsere Finanzen zurecht. Das Schöne ist, die Engländer kommen nicht wirklich vorwärts in York. Das könnte unser Vorteil sein. Wenn wir aber angreifen, sollten wir vielleicht direkt angreifen. Jetzt sind sie scheiße, jetzt sind sie drin. Okay, das hat sich erledigt. Eure erste Mission. Von Zeit zu Zeit werdet ihr Missionen und Bitten von verschiedenen Leuten erhalten. Diese Missionen zu erfüllen, bringt euch einen gewissen Nutzen. Aber sie zu ignorieren, wird Nachteile haben. Alles klar. So. Wir sollen eine Kirche bauen. Wo soll die Kirche hin? Kleinstadt wächst. Oh, Edinburgh wächst. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt problematisch. Wir müssten jetzt gleich einen Krieg gegen England führen, wenn wir das haben wollen. Ich finde auch KR Navon ist zu entlegen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen nach Dublin. Ja, also das ist schwer zu verteidigen, wenn ich jetzt hier runterziehe. Dafür habe ich zu wenig Armeen, um das direkt anzugreifen. Oh, aber Dublin ist wirklich dick ausgestattet mit Einheiten. Da kommen wir so schnell nicht ran. Dann würde ich fast sagen, wir bleiben erstmal hier und versuchen das, was wir haben, zu schützen. Da waren wir einen Ticken zu langsam. Ja gut, das heißt zu langsam. Wir haben uns erstmal um Inverness gekümmert. Was ja auch nicht so schlimm ist. So. Das Geld kommt langsam ran. Wie sieht's denn aus, letzte Runde? Ja, wir haben Gewinn gemacht. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Hier ist die Farmgemeinschaft. Wo soll die Kirche hin? Inverness. Okay, perfekt. Da haben wir ja Platz. Eine Kirche. Eine kleine Kapelle, ne? Ja. Dauert wie lange? Eine Runde. Hey, klasse. Und hier können wir sogar Pferde rekrutieren. Aha. Aber keine Stadtwache. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir keine Burg dort haben. Okay. Schottischer Kardinal. Ich weiß nicht, ob wir den da hinbringen müssen. Ich bringe ihn mal dahin. Um dort vielleicht unseren Glauben zu predigen. Geht rasch gegen feindliche Armeen auf eurem Gebiet vor. Wenn sie in einer Region bleiben, fügen sie den Straßen, Farmen, Minen, Häfen und natürlichen Ressourcen mit der Zeit Schaden zu. Dies hat negativen Einfluss auf die Handelseinnahmen und das Bevölkerungswachstum eurer Siedlung. Ich weiß, okay. Sehr schön. Edinburgh, die Farmgemeinschaft ist fertig. Wir sollten da gleich ein bisschen dranbleiben. Edle Herrschaft, plus 2 Ritterlichkeit. Schön. Und die Mission ist erfüllt. Wunderbar. Und wir haben Verlust gemacht. Schlecht. Da müssen wir dran arbeiten. Wo sehen wir denn... Wo sehen wir denn die Rebellen? Wie viele Rebellen? Das sieht man hier an dem Grünen. Wenn das jetzt rebellisch wäre, würde man hier natürlich eine Anzeige bekommen, ne? Okay, ganz gut. Wir haben eine Kapelle, wir haben eine Rodung und eine Holzburg. Verbesserung. Panzerritter ermöglicht Ausbildung. Das ist natürlich krass, dass wir da die Burg haben. Was kostet denn der Spaß an Unterhalt? Will ich gar nicht wissen. Inverness, was brauchen wir als nächstes? Wie gesagt, wir müssen unsere Einnahmen steigern. Zur Ortschaft aufrüsten. Das ist ziemlich teuer. Ziemlich, ziemlich teuer. Ich würde lieber... Warum ich den Steuersatz nicht verändern kann, weiß ich nicht. Kann nicht geändert werden. Ist ein bisschen kurios, warum das nicht geht. Statthalter. Hier haben wir doch auch nur normalen Statthalter drin.
Und hier ging es. Hier geht es natürlich, ne? Was bringt denn das Bordell? Öffentliche Ordnung. Und Spione kann ich rekrutieren. Markt. Steigerung von Handelsgütern. Ermöglicht Rekrutierung von Kaufmann. Können wir sowieso schon rekrutieren. Und wir haben die erste Balliste, rein theoretisch, aber die kostet auch Unterhalt. Diese Schriftrolle zeigt euch wichtige Informationen 150. über einen bestimmten Einheitentyp an. Die Anzahl der... Alles klar. Das ist ein bisschen armselig, finde ich, was wir hier bauen können. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir... Warum haben wir nur so affige Einheiten? Ledergerber. Rüstung verbessern, das ist ganz cool. Ich habe keine 2400 Dukaten, ihr Spinner. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich ranwagen soll, England anzugreifen. Ich glaube, das geht überhaupt nicht gut aus. Aber denen jetzt alles zu überlassen hier unten ist natürlich auch nicht so prickelnd. Ich meine, jetzt werden sie noch verletzlich, ne? Wir versuchen mal ein bisschen zu erkunden mit unseren Diplomaten. Nottingham, da sind gar keine Einheiten drin, schaut mal. Aber eine riesige Festung. Wie war denn das mit dem Handel? Da muss doch auch noch was möglich sein. Man sieht ja hier Handelskarawanen laufen. Ne, diese kleinen Esel da. Oder Pferde. Das sind Pferdewagen, aber die Frage ist, wie können wir das steigern, dass wir mehr Einnahmen haben? Und Dublin, wie gesagt, Dublin ist sehr schwierig einzunehmen. Ich mache mich trotzdem mal auf den Weg, oder? Hier könnte ich seltener rekrutieren, will ich aber nicht. Okay. Die Jungs. Die Pferde da hoch. Und die Grenzreiter auch. So, die füllen wir noch auf. Die Stärke einer Armee wird durch deren Banner angezeigt. Ich weiß, die Bannerstärke, ne, wie weit er ausgefüllt ist. Die Symbole unter eurer Siedlung zeigen die Einnahmen, die Loyalität und das Wachstum der Siedlung an. Es werden auch Symbole erscheinen, wenn die Siedlung kurz... Alles gut, entspannen wir mal. So, ich habe mal den Priester da reingesetzt. Vielleicht bringt das ja was. Okay, wir bekommen 1000 Gulden. Okay, nicht schlecht. Kann ich auch gebrauchen. Wie sahen die Einnahmen aus letzte Runde? Sehr gut, ne? Gewinn 508. Okay, das sieht immer ordentlich aus. Ihr müsst anfangen, Siedlungen zu erobern, um genug Einnahmen für den Unterhalt eurer Armee zu haben. Ich weiß. Nahegelegene aufständischen Siedlungen sind ein guter Anfang. Ich weiß, hier ist auch nur eine, ne, in Irland. Nur Dublin. Der Rest ist alles tot. So, wenn dem so ist, wenn wir jetzt 4000 Dukaten haben, sollten wir gleich investieren, ne? Schaut euch den Zustand der Finanzen eurer Seite an. Ihr könnt eure Einnahmen erhöhen, indem ihr den Steuersatz in einer Siedlung anpasst, Handelsrouten eröffnet oder natürliche Ressourcen abbaut. Eure Geldreserve wird immer links neben dem Button Runde beenden im Paradefenster angezeigt. Aber wie war das mit den Handelsrouten? Wie war das gleich? Ich muss definitiv noch was bauen, was uns Einnahmen bringt. Aber es gibt nicht so viele Gebäude mit Einnahmen. Außer halt eben die Fruchtfolge war es letztendlich. Zur Burg Steinmauer verbessern, Ledergerberer. Finde ich gut, aber gibt auch keine neuen Einheiten. Ich finde nichts. Markt... 1200 Gulden, 2400, wir bauen mal den Markt, Leute. Das kann nicht schlecht sein. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die erledigen kann. Das wird richtig, richtig spaßig. Wir probieren es aber trotzdem. Nächste Runde. Lange belagern. Für den Fall, dass ihr sie später nachlesen möchtet, werden die... Da haben wir schon gleich die Mission gekriegt für Dublin. Sehr schön. Was haben wir eingenommen? Wieder 300. Sehr gut.
Die Belagerung einer Siedlung wird den Feind irgendwann aushungern. Ja, wir belagern. Während dieser Zeit kann der Gegner aber Verstärkung rufen. Zwei Runden bloß, sehr gut. Klickt auf Belagern, um die Belagerung... Alles klar, das machen wir. So, da kommen die nächsten Einheiten, die schieben langsam ihre Front nach vorne, ne? Die bauen langsam hier York aus. Das heißt, wir müssen uns beeilen und ich hoffe, dass diesmal die Schlacht auch ein bisschen besser läuft, nicht so wie die erste, das war ja erbärmlich. Das war ja peinlich. Da sehen wir die Briten. Okay. Die folgenden Seiten befinden sich nur miteinander im Krieg. Venedig gegen Heiliges Römisches Reich und Sizilien gegen Venedig. Ah ne, Bündnis. Sizilien ist ein Bündnis mit Venedig. Okay. Alexander ist volljährig. Sehr schön. Wo ist er dann? Ist er denn zu Hause hier? Da ist er. Mit ihm könnten wir dann noch eine weitere Armee ausbauen, ne? Oder aufstellen. Klickt mit rechts auf das Bild einer Einheit, um detaillierte Informationen über sie aufzurufen. Okay, immer mit der Ruhe. Was ist Rekrutierung, Unterhalt? Kaufleute sind Agenten, die für ihren Herrn Handelsrouten zwischen entlegenen gefremden Ressourcen und dem eigenen Markt einrichten. Mit dem Vorwand eines privaten Betriebes können Kaufleute durch feindliche Länder ziehen, ohne verdächtig zu sein. Wenn Kaufleute derart zusammenarbeiten, dass sie für eine bestimmte Ressource ein Monopol haben, generieren sie zusätzliche Einnahmen für ihre Seite. So, pass mal auf, das probieren wir doch mal. Wo ist unser Diplomat, unser Kollege hier? Hier könnt ihr Agenten rekrutieren. Ah, den muss ich erst rekrutieren, habe ich gar nicht. Königreich dienen. Von einigen Agenten könnt ihr nur eine bestimmte Anzahl. Ich muss den Kaufmann muss ich erst bauen. Ich glaube, ich musste den hier auf die Ressourcen stellen. Hier zum Beispiel. Ne, hier müsste ich dir jetzt den Händler hinstellen. Oder beim Gegner hier bei Eisen zum Beispiel. So, gucken wir mal, dass wir den Setzt Diplomaten euren Diplomaten ein, um Vereinbarungen mit anderen Seiten zu treffen. Handelsrechte sind ein guter Anfang, da sie wahrscheinlich gewährt werden und eure Einnahmen erhöhen. Probieren wir doch mal, mit den Engländern ein bisschen Handel zu treiben, oder? Bevor wir Kann sie angreifen. Kann ich etwas für euch tun? Momentan Abkommen, Handelsrechte gewähren. Ach so, die bestehen schon? Ah, das haben wir doch. Was hat sie denn gesagt? Die Prinzessin in der ersten Folge, hat die nicht gesagt, die haben keinen Bock drauf? Aha. Sollen wir mal ein Bündnis ansetzen? Lieber jetzt ein Bündnis, als dass sie uns angreifen, oder? Ich meine, das sind ja die einzigen Gegner, die wir momentan haben auf der Insel. Wir haben nichts daran akzeptiert. Wir akzeptieren. Auf Wiedersehen. Na also, sag ich doch. Wir freuen uns, euch bald wieder. Das Bündnis können wir doch immer noch brechen, das ist nicht das Problem. Sehr gut. Dann haben wir auch die Möglichkeit, vielleicht, wenn wir schnell genug sind, hier noch zu expandieren. Okay, sie greifen uns an. So, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Wir sind ein bisschen stärker, laut Anzeige, aber... Jetzt muss ich mir ein bisschen zusammenreißen, ne? Jetzt muss ich ein bisschen was rocken hier. Nicht wie beim ersten Mal, das war natürlich erbärmlich. Ordentlich aufstellen, Gelände nutzen. Schön die Flanken zumachen. So, Pause drücken erstmal, genau. Die kommen alle da raus, aus der Ecke. Ich guck mal ganz kurz mit der Alt-Taste, sagen die. Das kann doch nicht wahr sein, sag mal. Spieloptionen. Ah, hier, Kameramodus, Berater zurückziehen, Kamerarotationsgeschwindigkeit. Kamera nicht einschränken. Okay, Spieloption, Grafik, Menüoption. Okay. Muss doch in der Lage sein, mich hier drehen zu können. Das ist doch nicht zu fassen. Man muss doch die Kamera drehen können. Man sieht es doch hier schon. Hier unten sieht man es doch schon. Aber bin ich denn zu doof dafür? Ich guck mal über die Num-Tasten. Da kann ich zwar auch steuern, aber nichts drehen. E und Q sind manchmal auch ganz gerne. Alt.
Das ist ja zum Mäusemelken. Das nervt mich, dass das nicht geht. Ich kann zwar hier ranzoomen mit der mittleren Maustaste, aber ich kann die Kamera nicht drehen. Das verstehe ich nicht. Das macht mich ein bisschen traurig. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Was ist denn? Das ist. Ach, Umschalt ist natürlich Wegpunkte setzen, ist klar. Finde ich ein bisschen doof, dass das nicht geht. Es muss aber gehen, hundertprozentig geht das auch in diesem Spiel. Ich weiß aber nicht wie momentan. Okay. So, wir müssen jetzt uns ein bisschen aufstellen. Vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück, um uns aufzustellen. Ich versuche jetzt das Beste. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Nimm mal die ganzen Bogenschützen auf einmal. Das sind alle. So, die stellen wir hier auf. Das sind die Bogenschützen. Vor den Bogenschützen kommen die Highlander. Das sind nicht so viele. So, und die Pferde natürlich als Flanken. So. Eins. Das ist der Chef. Ich verstehe es nicht, warum es nicht geht. Ich weiß es nicht. Diese scheiß Kamera nicht drehen kann. Da muss ich nochmal nachschauen, Leute. Okay, da vorne kommen die Gegner. Bewegen wir uns wenigstens alle? Was ist mit ihm hier? Was ist mit den Jungs? Haben die kein Ziel? Doch, eigentlich haben alle ein Ziel. Laufen. Muss ein bisschen aufpassen, so. Oh, wow, wow, was haben die da alles? Einheit! Marschieren! Okay, das sieht übel aus. Es ist oft von Vorteil, eurer Infanterie einen Gegenangriff auf eine angreifende Formation zu befehlen. Der Trick dabei ist, erst im letzten Moment zuzuschlagen, damit eure eigenen Reihen nicht brechen. Schön aufteilen, genau. Okay, es geht los. Sehr gut, Jungs, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn ihr eure Kavallerie überall hin galoppieren lasst, ist sie zwar schnell, wird aber eventuell müde. Ermüdete Truppen sind im Kampf weniger effektiv. Die plänkeln zu viel hier, ne? Die beste Möglichkeit, es mit der feindlichen Fernkampfinfanterie aufzunehmen, ist ein direkter Kavallerieansturm. Die da nur genau darauf achten, ob sie sich ein bisschen chaotisch Gelände für eure Kavallerie oder in die Nähe verbündeter Einheiten zurückzieht, die euch bedrohen könnten. Okay. Das sieht gut aus. Die Kavallerie verursacht durch die Wucht ihres ersten Angriffs zusätzlichen Schaden. Gute Anstürme, Rückzüge, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, das haben wir gut gemacht. Verursachen maximalen Schaden bei minimalen Verlusten. Wiederholt diese Schritte, bis kein Feind mehr steht. Abschlachten, Jungs. Abschlachten. Die Bogenschützen können wir posieren lassen. Ihr habt erstmals auf den Button. Ich weiß. Auf Absicht. Dass wir uns selber noch abschießen. Oh, oh, oh. Was ist da los? Los, rein da. Das sollte kein Problem mehr darstellen. Jetzt haben wir die, haben wir von hinten, genau. Die erwischen wir hier. Sehr gut. Da gehen sie alle down, die Sklaven. Jawohl. Komm schon, mach die lieber hier. Das war der gegnerische General, oder? Ja. Sehr gut. Einfach niederreiten jetzt. Komm schon, Jungs. Komm schon. Schade, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Mich ärgert sowas. Ich rasse aus, wenn das nicht geht. Obwohl, die Kamera hat sich gedreht mittlerweile. Wie habe ich das gemacht? Die Kamera hat sich ein Stückchen gedreht.
Guck mal, wir hatten vorher eine andere Perspektive. Aber wie hat sie sich gedreht? An welchem Punkt? So. Kommt schon, Jungs. Rein da. Irgendwo. Irgendwo habe ich drauf gedrückt, dass sie sich dreht. Ah. Ah, die linke Maustaste gedrückt halten, Leute. Ich hab's. Yeah, ich hab's. Alles klar, okay. Sehr wichtig. Das ist schon essentiell. Du kannst uns nicht spielen. Das geht nicht. Komm schon raus. Mach nicht so lange rum mit denen. Die hätten noch da oben einfallen können. Ja, Verluste hatten wir jetzt auch gar keine, oder? So, wer ist das? Die Grenzreiter. Okay. Kann sich nur um Tage angehen, bis wir die abgeschlachtet haben hier. Jawohl. Jetzt sind sie. Oh, jetzt haben sie natürlich die Arschkarte. Jetzt ist rum. Umdrehen und ruft da von beiden Seiten jetzt. So, ich habe noch 3 Minuten. Da oben sieht man die Zeit. Dann sollten sie mal umfallen jetzt, ne, die Kollegen hier. Die sind echt unermüdlich, ne? Die kämpfen bis zum letzten Mann. Wie viele sind denn da noch? Einer. Bauernbogenschützen. Einer ist noch. Wo ist er denn? Da muss er irgendwo sein. Da. Mettet der da unsere Pferde nieder? Oh, nun los, Jungs. Komm, haut um. Jetzt haben sie ihn. Jetzt ist er down. Aber dass wir da wirklich bis zum Schluss spielen müssen, ist eigentlich kurios. So, dann können wir uns hier formieren. Sehr schön. Klarer Sieg, wir haben ein bisschen viel verloren, finde ich. 81 Mann. Naja, 500, das war schon in Ordnung. Es war ja eigentlich ein knapper Kampf, ne? Waren ja gleich stark. Also von der, zumindest die Quantität war gleich stark. Aber wir haben es ganz gut gemacht mit den Pferden. Da hatten sie keine Chance. Aber es geht noch besser. Da ist noch viel Luft nach oben, was, sagen wir mal, unsere Kampfqualität oder Schlachtqualität angeht. Da müssen wir unbedingt aufpassen, weil die Engländer sind da ein bisschen stärker drauf, ne? Klar. So, sehr schön, Leute. Das macht mich stolz, dass wir das auch über die Bühne gewuppt haben. Wir werden nicht so viel ausrauben. Es hat keinen Wert für uns aktuell. Lieber die Städte gesund halten, ne? Damit die auch wachsen, damit die uns auch Einnahmen bringen. Das bringt mehr. So, 3 Städte schon. So ein bisschen Norddominanz haben wir jetzt erreicht, was die Briten angeht. Sizilien und Mailand. In Edinburgh wurde der Markt abgeschlossen. Sehr schön. Weiteres Merkmal erlangt. Edward ist Kommandant plus 1. Sehr gut. Da gibt es auch nochmal, glaube ich, doch so Optionen, was die noch. Die können auch rufen, die Kommandanten. Die können auch so Schlachtengeschrei machen und sowas. 2.500 Dukaten ist schon ordentlich. Müssen wir da was reparieren? Nö, sehr schön. Bauen wir erstmal aus. Rodung. Rekrutierung ist hier gar nicht möglich anscheinend. Hier kann ich wieder einen Steuersatz einstellen. Ist ja interessant. Mit Edward geht's, aber mit dem anderen Kollegen geht's nicht. Wenn ihr euren General in eine Siedlung zieht, wird er zum Statthalter. Generäle mit hohen Frömmigkeits-, Ritterlichkeits- oder Furchtwerten sind die besseren Statthalter. Sollte sich kein General in einer Siedlung aufhalten, wird die Siedlung automatisch verwaltet. So, ich weiß nicht, warum das bei ihm nicht geht, aber wahrscheinlich ist seine Fähigkeit einfach nicht entsprechend. Dass er das nicht kann, das schätze ich jetzt mal einfach. So, wir müssen uns sowieso ein bisschen erholen hier.
Wir müssen noch ein bisschen Iverness können wir noch ausbauen. Da sollten wir vielleicht auch nochmal so Farmgemeinschaft bauen, ne? Um einfach das Wachstum anzukurbeln überall. Und in Edinburgh brauchen wir dringend eine Festung. Da haben wir nur eine Holzmauer. Obwohl die Engländer noch nicht jetzt kommen werden, trotzdem möchte ich mich da schon ein bisschen verteidigen können. Und die ist mir zu teuer. Ich baue erstmal den Hafen. Steigerung von Handelsgütern und baut eine Kogge, alles klar. So. Okay, das hat mir richtig gefallen, was da heute abging. Was haben wir hier? Sollte kein dauerhafter Statthalter eingesetzt sein, könnt ihr die Gebäude für einen künftigen Bau in die Bauliste eintragen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Solange sich ein General in eurer Siedlung befindet, könnt ihr auswählen, welche Gebäude in welcher Reihenfolge gebaut werden sollen. Auch wenn der General weitergezogen ist, werden die Befehle ausgeführt. Guck mal, hier drüben müssen wir, glaube ich, dann einen Händler hinstellen, ne? Zu diesem Punkt. Kann das sein? Wenn mich nicht alles täuscht, so war das ungefähr. So, sehr schön, Leute. Das war mein Anfang. Ach, meine Schiffe wollte ich noch ein bisschen hier rumschicken. Da wollte ich noch ein bisschen gucken, was die so machen. Zwei Schlachten. Die erste war natürlich Katastrophe. Die zweite war jetzt auch nicht perfekt, aber gut. Ich würde sagen, eine 3 plus, ne, für die zweite Schlacht. Und jetzt gucken wir dann natürlich ein bisschen weiter, was noch kommt in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao, ciao, euer Bergi.